Diese Geschichte spricht uns aus der Seele. Hinterbliebene erzählten in Tina von Kontakt mit Verstorbenen, ein Phänomen, das sie mit vielen Menschen teilen. Hallo, hier ist Kirsten Becker. Heute haben wir Dienstag, den 3.3.2020. Es ist 17 Uhr und heute folge ich wieder mal einem inneren Impuls. Ich habe ja schon öfters über meine Erlebnisse erzählt, meine spirituellen Erlebnisse, meine Begegnung mit Verstorbenen, was unter den Titeln Wir leben ewig ja erschienen ist und wie ich jetzt in Wir leben ewig 3, ich beantworte Fragen, auch nochmal näher eingegangen bin auf viele Fragen, die mir immer wieder gestellt werden, möchte ich heute ein paar Leserbriefe vorlesen, die nach unserem ersten Artikel, wir haben Kontakt zu unseren Verstorbenen, in der Tina erschienen sind. Und zwar in der Tina Nummer 13 am 21. März 2018. Wie das mit den ganzen Artikeln zustande kommt, könnt ihr oder kannst du dir anhören in Wir leben ewig 3 oder in meinem speziellen Video Wir haben Kontakt mit unseren Verstorbenen. Und da gehe ich näher drauf ein. Wir leben ewig 3, beantworte ich zahlreiche Fragen. Und nun habe ich immer wieder meinen inneren Impuls gehabt, doch ein paar dieser Geschichten zu erzählen, die liebe Leser aufgrund des Artikels, den ersten Artikel von 2018, veröffentlicht haben. Ich blende das hier nochmal ein, in wie viel Zeitungen das waren. Es war ja in der Tina, Laura, Mainz, Bella und am 9.11.2019 nochmal in der Laura Spirit. Und die ersten Zeitungen waren in 2018. So, diese Geschichte spricht uns aus der Seele. Ja, wir haben viele, viele Erlebnisse und das habe ich auch schon. Ja, mich haben ja viele Menschen damals angeschrieben, als ich 2013 Wir leben ewig, wir Begegnung mit Verstorbenen veröffentlicht habe. Da könnt ihr auch nochmal gucken oder kannst du auch nochmal gucken. Da sind auch einige Geschichten, Erlebnisse veröffentlicht von lieben Menschen, die Ähnliches erlebt haben. Hier fange ich nun nochmal an, ja, aus der Tina jetzt vom 21. März 2018. Nachts hörte ich einen Hilferuf. Auch ich habe so eine Begegnung gehabt. Ich wurde eines Nachts geweckt durch einen Hilferuf. Ich stand auf, sah nach, wer da nach Hilfe rief, ging ins Treppenhaus, alles still. Draußen auf der Straße alles still. Ich ging wieder zu Bett, dachte, ich habe es geträumt. Als ich gerade wieder einschlafen wollte, ein erneuter Hilfeschrei. Hilfe mir bitte. Ich fragte, wer bist du? Wie soll ich dir helfen? Hier ist Klaus, du kennst mich. Ich sagte, nein, ich kenne keinen Klaus. Nach langem Nachdenken kam ich auf einen Kollegen, der versucht hatte, sich umzubringen, nun aber im Koma lag. Plötzlich spürte ich eine solche Unruhe, die mich erschütterte. Spürte, wie seine Seele in seinem Körper gefangen war und nicht wusste, wohin. Ich konnte das so deutlich spüren, dass mir ganz schlecht wurde. Ich fragte ihn, wie ich ihm denn helfen könnte. Er sagte, ich will mich bei meiner Frau entschuldigen. Ich will meine Kinder noch einmal sehen und mich verabschieden. Ich möchte gehen, kann es aber nicht, dieser Dinge wegen. Am nächsten Morgen bat ich um ein Gespräch mit einer Kollegin, die die Familie kannte, und erzählte es ihr. Sie schlug die Hände vors Gesicht und sagte, das stimmt alles. Seine Frau will den Kindern den Anblick ersparen und ist tatsächlich auch sauer auf ihn. Es stand eine Trennung im Haus, bevor er sich umbringen wollte. Sie versprach, mit der Ehefrau zu reden. Ein paar Wochen später bekam ich wiederum des Nachts ein lautes Danke. Am nächsten Tag sagte unser Chef, dass Klaus verstorben ist.
ja, die Verstorbenen geben uns ja immer wieder Zeichen. Und meine Oma hat uns ja auch viele Zeichen gegeben. Unter anderem weiß ich auch noch, einmal stand sie mir dann auch warnend gegenüber, weil ich mal ein klärendes Gespräch führen wollte mit Menschen, ja, die immer mal die Beherrschung verloren haben. Und plötzlich stand sie dann vor mir und sagt, bleib hier, bleib hier. Also sie stand richtig immer vor mir, breitete die Arme aus. Und ich zögerte dann einen Moment und dachte erst, ach, das ist mein inneres Ego, meine Angst, weil ich nicht gehen möchte. Ja, und wenig später kam es dann zum Eklat dieser Menschen untereinander, die ja auch nicht so liebevoll miteinander umgegangen sind. Oder ich bekomme ganz viele Herzen. Oder mich kontaktieren andere Verstorbene, wie ich ja schon oft erzählt habe. Eine weitere Geschichte, eine weitere Leserbrief mit der Überschrift Meine Tochter gibt mir Zeichen und sagt damit, ich bin da. Meine Tochter ist im Juli 2015 mit 52 Jahren gestorben. Es ist eine längere Geschichte. Der erste Heiligabend ohne sie war schrecklich und mir als Oma war Angst und Bange davor. Ich war mit Vorbereitung im Wohnzimmer beschäftigt. Meine Enkel waren noch in ihren Zimmern. Da kam mein Schwiegersohn aus dem Keller und sagte, hörst du denn nicht deinen Staubsauger in der Speisekammer laufen? Das war meine Tochter. Sie wollte uns sagen, ich bin da. Auf meinem Klavier stehen immer aufgeschlagene Noten. Oft ist das Buch zugeschlagen, wenn ich den Raum wieder betrete. Oder es sind Kleinigkeiten im Haus verändert, was ich sofort bemerke. Vor kurzer Zeit ist ein guter Freund gestorben. Ich habe ihm gesagt, du brauchst keine Angst vor dem Tod zu haben. Es gibt ein Leben nach dem Tod. Ich weiß es genau. Ich hatte auch nach dem Tod meines Mannes so viele Erlebnisse, dass ich fest daran glaube. Ja, auch bei uns ist ja zum Beispiel eine Uhr stehen geblieben. Eine große Standuhr, die mal meiner Oma gehörte und viele Dinge mehr, die ich auch schon oft beschrieben habe. Eine weitere wunderschöne Geschichte ist, mein verstorbener Mann begegnete uns auf dem Friedhof. Ich möchte Ihnen auch von meiner Erfahrung mit der Begegnung mit meinem verstorbenen Mann erzählen. Es war an einem Sonntag. Meine Schwester und ich wollten zum Friedhof. Als ich zu ihr ins Auto stieg, sagte sie mir, sie hätte Bernd, so hieß mein Mann, er starb mit knapp 59 Jahren, gesehen. Er bewegte sich wie er und sah aus wie er. Als wir am Friedhof ausstiegen und die Richtung zum Grab meines Mannes einschlugen, erschrak sie und sagte, da ist er. Er stand genau in der Grabreihe meines Mannes, drehte sich um und ging auf uns zu. Ich sah ihn an, es war Bernd, so wie er mit 25 bis 30 Jahren aussah. Er hatte die gleichen markanten Muttermale im Gesicht, die ihn unverkennbar machten. Er schaute uns an und ging vorbei. Meine Schwester rief nach ihm, aber er reagierte nicht. Später haben wir diesen Mann nochmal gesehen, aber er hatte ein anderes Gesicht. Wenn ich allein unterwegs gewesen wäre, hätte ich gedacht, mir alles eingebildet zu haben. So war aber meine Schwester dabei. Das bestätigt meine Überzeugung, dass nach dem Tod nicht alles vorbei ist. Mein eigener Mann hat es mir bewiesen. Ja, so geht es mir auch. Also meine Oma, wenn sie mir erschienen ist, sieht sie viel jünger aus, so wie sie ungefähr mit 50 aussah. Und Barney auch, ne? Also als er verstorben ist, war er ein bisschen kräftiger. Und ja, so wie ich ihn sehe, ist er eben halt schlank, hat sein weißes T-Shirt an und seine Jeanshose. Und auch viele andere Verstorbene, die ich schon so oft beschrieben habe, die erscheinen meistens auch viel, viel jünger, als wie sie gestorben sind. Ne? Zum Beispiel an Krankheit gestorben sind oder durch Alter oder durch einen Unfall. Sie zeigen sich eigentlich immer so, wie sie sich am wohlsten gefühlt haben. Und da erzähle ich auch immer wieder gerne diese Geschichte von einer Freundin, deren Vater mir erschienen ist, kurz nachdem er verstorben ist. Und er zeigte sich so, wie er sich am wohlsten gefühlt hat. Er war Binnenschiffskapitän und er zeigte sich in einer Marineuniform oder eine Seemannsuniform, wie man sie eigentlich kennt, auch mit Goldknöpfen, bloß eben halt die Mütze, die sah ganz anders aus. Sie war so hoch geformt und sah gar nicht so typisch aus, wie ich sie eigentlich kenne. Und dann schickte mir meine Freundin
ein Foto und da war er tatsächlich so drauf. Und dieses Foto, meine ich mich noch zu erinnern, das war so aus den 50er Jahren, Anfang 60er. Also ich denke mal, das kann auch viele bestätigen und auch Kinder sehen das ja auch sowieso. Die beschreiben ja auch immer die Verstorbenen genauso, wie sie sie sehen. Und sie sehen sie ja meistens nicht so, wie sie in Krankheit aussehen, sondern sie sehen immer das Lichtvolle. Ein Luftzug, eine Berührung, dann seine leise Stimme. Im Dezember 2000 starb mein Mann. Es gibt keinen Tag, an dem ich nicht mit ihm spreche. Vor 2 Monaten habe ich auch etwas Außergewöhnliches erlebt. Ich bereitete das Mittagessen zu und merkte plötzlich hinter mir einen leichten Luftzug. Dann eine Berührung an der Schulter und jemand sagte leise, Sanne. So hatte nur mein Mann mich genannt, niemand sonst. Wie ich das hörte, drehte ich mich um und sagte, ja, aber es war niemand da. Da habe ich geweint und konnte mich nicht mehr beruhigen. Im selben Moment rief meine Tochter an und sagte, Mama, da bist du nicht allein. Sie kam und hat mich beruhigt. Ja, das mit dem Lufthauch kenne ich auch. Das kenne ich ganz besonders bei meiner Oma heute auch wieder, war ich mit meiner Mutti unterwegs. Und dann spürten wir auch wieder einen heißen Nacken, heißen Rücken. Das habe ich auch schon sehr, sehr oft erwähnt. Oder ja, man sitzt im Raum und plötzlich denkt man, ist irgendwo das Fenster auf, das ist doch so ein Luftzug oder so. Ne? Also es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, wie das dann passiert. Ja, dann habe ich noch eine weitere Geschichte. Er bat mich mit seiner Frau und Tochter. Nee, er bat mich, seiner Frau und Tochter zu helfen. Sven, ein guter Freund, starb und hinterließ seine Frau Sonja und Tochter Lisa. Nachts träumte ich von ihm und er bat mich, bitte geh zu Sonja. Sie braucht dich, Lisa auch. Ich traf mich mit beiden. Und ja, Sonja trank zu viel. Ich glaube, ich konnte ihr helfen. Heute geht es beiden gut. Ich träumte nie wieder von Sven. Ja, das kenne ich ja nun auch, dass ja viele sich bemerkbar machen, auch in Situationen, wo Angehörige Hilfe brauchen. Na, das habe ich ja auch schon oft gehabt. Ne? Oder wie ich das auch schon mal erzählt habe, Daniela, das ist die kleine Tochter gewesen von meiner besten Freundin, die auch verstorben ist, leider. Man sagt ja immer leider, sie gehen ja in eine schöne Welt. Ich habe das ja auch schon mal erlebt durch das Nahtoderlebnis und dieses Licht, was ich gesehen habe, wenn man das einmal erlebt hat, das ist unbeschreibbar. Das, sowas gibt es hier gar nicht auf der Erde, so dieses Gefühl auch nicht. Und Daniela hatte das sogar so, ich war ja auch öfters in Situationen, wo es nicht leicht war, weil mein Umfeld sehr, sehr anstrengend war. Und es war auch eine Zeit, wo ich den Menschen auch sagen musste, hier ein liebevolles Miteinander ist viel schöner. Und dann gab es eine wirklich heftige Situation. Da war ich zwar in Sicherheit, aber ich war direkt in der Nähe. Und plötzlich hat dieses Kind seine Mutter gebeten, also sie war beim Zeichnen, sie zeichnete, saß an ihrem kleinen Kindertisch. Und plötzlich ging ihr Stift über das ganze Blatt Papier und Claudia sagte damals zu mir, du, das sah aus, als ob da jemand ihr den Stift aus der Hand geschoben hat. Und die Kleine saß erstarrt auf dem Stuhl und guckte ihre Mutter an und sagt, wir müssen unbedingt Kirsten anrufen. Ja, und Claudia rief mich dann ja auch erschreckt an und sie war auch öfters mit ihrer Tochter Zeugin von einigen Vorfällen gewesen. Auch übers Telefon hatte sie das dann teilweise mitgekriegt, weil das dann sogar der Krach und Lärm und was dann alles passiert ist, durchs Telefon zu hören war. Und sie fragte mich dann, geht's dir gut, Kirsten? Ich sage, ja, natürlich geht's mir gut. Wieso fragst du? Ja, wo bist du? Bist du in Sicherheit? Ja, ich bin in Sicherheit. Und kaum hatte sie das ausgesprochen, da gab's dann wieder einen schlimmen Zwischenfall, wo ich nur ja Zeuge wurde und so auch Claudia Zeuge wurde und auch Daniela, die sich übrigens heute auch noch erinnert an so einige Situationen von damals, als sie mir letztens auch eine Mail schrieb, sagte sie dann auch, sie erinnerte sich noch dran. Und dabei war sie ja noch klein. Also ich glaube, Daniela war damals 6 oder 8 Jahre alt. Also wir können uns schon wirklich drauf verlassen, auf unser inneres Gefühl. Und
ja, unsere Intuition und unser Bauchgefühl, und dem sollten wir auch folgen. Und auch das, was wir spüren und sehen, sollten wir wirklich annehmen. Und wir sind ja nun in einer Zeit, und vor allen Dingen sollten wir uns auch nicht durch Angst von unserem Weg abbringen lassen, weil jetzt im Moment ist ja eine ganz, ganz turbulente Zeit. Ich gehe da jetzt nicht ein auf den neuen Virus und was weiß ich alles. Also solche Geschichten gab es schon immer und immer wieder. Und wir sollten uns wirklich konzentrieren auf das Gute, auf das Positive, uns nicht von Angst einschüchtern lassen, unseren Weg zu gehen. Weil als wir auf diese Erde gekommen sind, haben wir uns einen Lebensplan zurechtgelegt. Und als Kind sind wir auch so euphorisch gewesen. Und wir sollten vielleicht wieder mal das innere Kind, was ja noch in uns schlummert, wieder mal wachrütteln und wachrufen und sagen, ich folge dir. Ich guck mal, als Kind haben wir ja auch keine Angst. Wir strotzen drauf los, wir fallen sich mal hin und trotzdem stehen wir immer wieder auf und laufen. Nur als Erwachsener sind wir denn, wenn irgendwas Schlimmes passiert, dann gehen wir den Weg einfach nicht mal weiter. Und das sollten wir nicht tun. Wir sollten wirklich, oder du solltest wirklich jetzt auch deinen Weg gehen. Und da schließe ich mich wirklich nicht aus. Und dann habe ich noch eine Geschichte, auch das ist aus der Tina Nummer 15 vom 4. April 2018. Und da steht auch ein netter Spruch hier rechts mit einem kleinen Küken: Verlasse dich auf dein Herz, es hat schon geschlagen, bevor du denken konntest. Und Glück im Leben heißt, jemanden zu finden, der weiß, dass du nicht perfekt bist, dich aber so behandelt, als wärst du es. Auch du selber solltest dich perfekt behandeln, ne? Also sei liebevoll zu dir und deinem Körper und mach dich schick, mach dich schön. Und auch wenn dir vielleicht nicht danach ist, denn du machst dich nicht schön und ziehst dich nicht hübsch an für die anderen Leute, sondern für dich selber. Und Hoffnung ist wie der Zucker im Tee. Auch wenn sie klein ist, versüßt sie alles. So ist das Leben. Genau so ist das Leben. Und hier auf der Rückseite ist auch noch ein wunderbarer Leserbrief. Und da steht, er kam im Nebel. Zu Tina Nummer 7, wir haben Kontakt zu unseren Verstorbenen. Auch ich hatte solche Begegnungen. Meine Berliner Schwiegereltern besuchten uns in der Pfalz, als mein Schwiegervater plötzlich an einem Schlaganfall starb. 2 Jahre später in Berlin war ich allein in ihrer Wohnung und sah, einen Nebel aus dem Oberkörper meines Schwiegervaters kam. Das nächste Mal 2016. Ich lag im Krankenhaus, erschien er am Fenster. Es machte mir Mut, wieder nach Hause zu kommen. Zu Hause erschien er mir wieder im blauen Oberhemd. Wie kann das sein? Es ist so. Und wir sollten es annehmen. Ne? Und jetzt sehe ich gerade, es ist 17.17 Uhr. Ne? Und ich hatte auch eben das Gefühl, um 17 Uhr anzufangen, das aufzunehmen. Weil ich ja wieder mal meiner Intuition folge, wie du ja sicherlich weißt. Und ich liebe dieses Zahlenspiel. Und die 17 bedeutet, du bist mit deinen Gedanken auf dem richtigen Weg. Du hast guten Grund, hinsichtlich deiner Pläne und deines Weges optimistisch zu sein. Diese machtvolle und heilige Zahl repräsentiert darüber hinaus die heilige Dreifaltigkeit und die Pyramiden. Ja, wir schauen mal, was noch so kommt. Und ich, wie gesagt, ich folge jetzt wieder mal meiner inneren Eingebung, meiner Intuition, weil ich plötzlich immer wieder sah, die Leserbriefe mal vorzulesen. Und weil ich glaube, dass jeder solche Erlebnisse hat. Viele tun es aus Angst weg, weil sie Angst auf die Reaktion ihres Umfeldes haben. So wie im Moment ja auch überall Angst geschürt wird, überall wird Angst gemacht, dass die Leute sich nicht mehr richtig trauen, rauszugehen. Es werden Hamsterkäufe getätigt und alles Mögliche. Und lass dir keine Angst machen, geh deinen Weg. Und wir sollten alle wirklich diesen positiven Weg gehen. Und wir haben hier noch ganz, ganz viel zu erledigen. Und ich las vor kurzem auch einen wunderbaren Post. Mal gucken, wenn ich den finde, dann werde ich das Bild hierzu auch posten. Und zwar, stell dir vor, du schaust Nachrichten und es werden nur positive Nachrichten gesendet. Wäre das nicht schön, wenn es mal Nachrichten gäbe, wo es nur positive Dinge zu berichten gibt?
positive, schöne Dinge zu berichten gibt. Es gibt immer nur Nachrichten mit negativen Dingen. Ich weiß gar nicht, warum immer nur über die negativen Dinge gesprochen wird. Auch du oder ich, wenn irgendwas Schlimmes passiert, ne, man hört irgendwie ein Gespräch mit, man ist im Supermarkt und dann treffen sich zwei Personen und dann wird die eine gefragt, ach Mensch, wie geht's dir? Und dann wird nicht erzählt von den positiven Fällen. In den meisten Fällen wird dann erzählt, ach stell dir mal vor, das und das ist passiert und das und Gott, wie schrecklich und wie furchtbar und so. Und ich spreche da auch von meiner eigenen Erfahrung, man neigt wirklich dazu, oder ich neige auch ab und zu dazu, wirklich dann dieses Negative zu erzählen. Und wenn ich auch sehe, was jetzt in den neuen Filmen gezeigt wird und so, ich gucke gar keinen Fernsehen so direkt mehr, wenn, dann möchte ich einen schönen Film gucken. Aber was da gezeigt wird, also das ist einfach nur ekelhaft und widerlich und die Leute gucken sich das toll an. Und wenn die Schauspieler dann von ihrem neuen Werk erzählen, teilweise wirklich super Schauspieler, die finden das geil, wenn da... Ja, ich möchte da nicht ins Detail gehen, weil ich das einfach nur schrecklich finde. Und ja, ich würde das auch gut finden, wenn es mal Nachrichten geben würde, wo es nur mal um die positiven Dinge zu berichten gibt. Denn es gibt auch viele positive Dinge. Und je mehr wir über diese negativen Dinge sprechen und geben wir diesen negativen Kraft und die Menschen, die dieses Negative ausführen, die fühlen sich dann auch noch bestärkt in ihrem Tun. Und da möchte ich auch noch mal kurz auf das, ja, das hieß Matrosenaufstand in Kiel. Das war der Erste Weltkrieg. Und dann haben sich die Matrosen wirklich geweigert, mit ihren Kriegsschriften rauszugehen und sich da im wahrsten Sinne des Wortes so als Kanonenfutter, wie sie nannten. Und da sind sie alle gemeinsam auf die Straße gegangen und haben sich geweigert, weiter zu töten oder sonst irgendwas zu machen. Na? Und da appelliere ich auch wieder, wie ich so oft appelliere, auch du kannst ein Lichtbringer sein in meinem Film, den ich jetzt auch vor kurzem nochmal wieder auf meiner Facebook-Seite gepostet habe. Wir alle können gemeinsam das Positive bewirken. Wir alle können gemeinsam das Positive bewirken. Du, jeder hat die Wahl. Gehe ich auf die andere Seite, mache ich das Negative oder mache ich das Negative nicht? So, und wir sind nicht allein. Wir kriegen immer Angst eingebläut. Und ich habe ja auch schon sehr, sehr viel erlebt, worüber ich auch sehr viel schon erzählt habe. Vieles habe ich noch nicht erzählt, was ich alles erlebt habe, aber die mich kennen und dabei waren, wissen, was ich alles erlebt habe. Ich kriege immer wieder gehört, Mann, du bist so mutig, was du machst, das finde ich toll. Ich muss ehrlich sagen, es gibt auch Zeiten, wo sich dann mein Körper wehrt, weil er dieses Ganze nicht mehr ertragen kann, ne? Weil das so schlimm ist. So, und ich möchte dieses Video, und ich spreche ja wieder intuitiv, ich lege mir ja auch gar nichts zurecht und gar nichts, wirklich appellieren, wieder, ja, den Sinn zu erkennen oder das innere Kind zu erkennen, wie ich mich gefühlt habe als Kind, wie schön das alles war, kommt drauf an, in welchen. Es gibt natürlich auch Kinder, die sind nicht so positiv aufgewachsen, aber ich habe die Wahl als Erwachsener, ob ich dann die liebevolle Seite gehe oder ob ich dann meinen Frust wieder an anderen Menschen auslasse. Und bitte lass dir keine Angst machen in dieser Zeit. Geh deinen Weg, mach dein Ding. Und jetzt sehe ich 1722 und kriege immer wieder gesagt, die 22, die kam mir ja heute auch schon den ganzen Tag. Mir kamen Autos entgegen mit 222. Oh ja, das ist auch wieder sehr, sehr passend. Ich liebe das. Deine tiefe Überzeugung manifestiert Wunder und wunderbare neue Gelegenheiten. Bleib stark in deinem Glauben. Und dann werde ich nochmal die 222 vorlesen. Die 222... Mal schauen. Hab Vertrauen, alles wird gut werden. Mach dir keine Sorgen und fürchte nichts, da diese Situation sich für jeden der daran Beteiligten auf das Wunderbarste lösen wird. So ist es. Ne? Lass dir keine Angst machen. Geh deinen Weg. Lass dich nicht einschüchtern. Lass die Negativen hinter dir. Denke besonders auch an dich, wie ich jetzt auch einmal einblende, ne, dass du für dich da bist, dass du dein Ding machst, dass du nicht nur für andere Menschen da bist, sondern auch
für dich selber. Für dich selber was Gutes tust. Denn wenn du für dich selber was Gutes tust, dann tust du auch für die Allgemeinheit etwas Gutes. Dann bist du ausgeglichen. Und die drei, heute haben wir ja den 3.3. und ich hatte den Impuls, es ja heute Abend noch aufzunehmen, steht: die aufgestiegenen Meister, unter anderem Jesus, sind in der Nähe. Sie haben deine Gebete vernommen und möchten dir helfen. Ja. Liebe, Frieden, Harmonie, höre auf dein Herz, höre auf deine Intuition, folge deinem Herzen, lass dir keine Angst machen, lass dich nicht von deinem Weg abbringen, sondern geh deinen Weg. Und da fällt mir wieder spontan, wird mir jetzt wieder gezeigt, die unendliche Geschichte, wie Atreo mit seinem Pferd durch diesen Morast läuft, durch dieses Moorgebiet. Sein Pferd gibt auf, aber er geht weiter. Und so solltest du auch weitergehen, so gehe ich weiter, gerade in dieser jetzigen Zeit. Und ja, ich werde schauen, was das neue Video bringt. Oder vielleicht hörst du es und kriegst dadurch jetzt Mut, dass du das jetzt angehört hast. Vielleicht hast du Eingebungen oder Verstorbene von dir, machen sich bei dir bemerkbar. Ich folge jetzt diesem Impuls. Ich weiß ja immer nicht, warum ich irgendwas aufnehme. Ich folge da einfach meiner inneren Eingebung, meiner inneren Intuition. Lass dich verzaubern von dem Frühling oder vom Herbst und Winter. Kommt drauf an, wann du dieses Video von mir findest, diesen Film von mir findest. Und ja, höre auf dein Herz, folge deiner Intuition und deinem Bauchgefühl. Habe keine Angst. Alles ist gut. Und jetzt sehe ich nochmal die 17.25 Uhr. Ich habe an einem 25.04.1964 bin ich geboren. Und die 25 bedeutet: vertraue darauf, dass dein Leben sich zum Besseren verändert. Du und deine Lieben werden sicher und beschützt sein, während diese Veränderungen stattfinden. Und im Moment kommen große, große Veränderungen, nicht nur bei mir, sondern bei uns allen. Und verliere nicht den Blick, höre auf deine Intuition und dein Inneres. Und wie ich so schön sah heute dieses wunderbare Bild von Sandra und Marcel, die ein Lachen rausgeschickt haben in einer Situation, wo viele draußen aus Angst nicht mehr rausgehen mögen, weil sie Angst haben, sie werden krank. Wie heißt es so schön? Das, was ich befürchte, das kommt zu mir. Stell dir das vor, was du haben möchtest, und es kommt. In diesem Sinne, alles Liebe wünscht dir Kirsten. Auf bald mal wieder. Tschüss.